gemacht hat. Schramm vorn, Menzel derzeit Zweiter, Dritter in diesem Bereich, weil Eriksson noch da irgendwo eine Rolle mitspielt. Und im hinteren Bereich, da kommen sie dann doch aneinander. Oh, 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 das gibt es Safety-Car-Phase, mindestens. Mindestens Safety-Car. Da bin ich mir sehr sicher, denn so schnell kriegen sie den jetzt nicht wieder auf die Beine gestellt. Aus dem Auto versucht er rauszuklettern, Safety-Car kommt. Und es ist, ist das Marvin Dienst oder Philipp Hamprecht? Ich weiß es nicht. Mal gleich mal schauen, wer uns da abhanden gekommen ist. Also Safety Car. Wir haben aber auch gesehen, dass das Fahrzeug, das eben halt jetzt auf dem Kopf liegt, dass sich der Fahrer selbst... Natürlich gibt es auch da jetzt erstmal die ganz obligatorische Sache, dass erstmal auch Philipp Hamprecht dann ins Medical Center hineinkommt. Hier kommt Luis Erike Breuer gerade bei Start und Ziel noch vorbei. Und hier sehen wir es nochmal in der Rauchkurve. Die beiden sind da aneinander geraten. Und dann gab es eben halt durch den Dreher von Luis Enrique Breuer mal gar kein Halten mehr. Der hatte überhaupt keinen Einfluss mehr darauf, auf das, was das Fahrzeug gemacht hat und an wen es sich da anlehnt. Und insofern geht es dann eben halt tatsächlich, hier haben wir es nochmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ja, da hast du gar keine Chance. Null Chance. Und dadurch, dass das Rad abgeknickt war, das ist natürlich auch eine blöde Geschichte jetzt gewesen, dadurch, dass das Rad abgeknickt war bei Philipp Hamprecht, hat das zur Folge gehabt, dass es sich in der